23.800 Zuschauer am Aachener Tivoli. Der Saisonstart lief als Aufsteiger eigentlich okay, aber zuletzt die Alemannia mit 2 Niederlagen und zu Hause noch sieglos. Den letzten Drittliga-Heimsieg gab es 2013. Gegner Viktoria Köln, die bislang beste Auswärtsmannschaft. 2 Siege in 2 Spielen und ein erster guter Angriff über Elmar Lahr. Aber Hanratz warf alles rein in dieser 11. Minute und grätschte hier fantastisch weg. Blitzsauber geklärt von ihm. Heiner Backhaus, Aachens Trainer, klar, er wollte heute unbedingt den ersten Heimsieg der Saison. Heinz mit einer ersten guten Gelegenheit, ein guter Freistoß in der 18. Minute, aber Dudu war noch dran, der Kölner Torhüter. Olaf Jansen, heute ein Sieg für die Viktoria und die Kölner wären Tabellenführer, weil Aue gegen Bielefeld verlor. Und sie gaben Gas, Elmala, starker Schuss, aber Jonen war da in der 30. Minute. Elmala, Said Elmala, der 18-Jährige, mit der bislang besten Chance in diesem Spiel. Dann rein in die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Wenige Torszenen, wenige wirklich gute Gelegenheiten. Aber dann kam Alemannia Aachen nochmal. Kurz nach der Balleroberung. Der Ball bei Struic. Struic und Struic murmelt ihn rein in der 45. Minute zum 1:0. Was für eine Story. Beim letzten Drittliga-Heimsieg im Mai 2013 war er auch dabei gegen Stuttgart. Damals als junger Spieler für Aachen. Und jetzt 11,5 Jahre später schießt er sein erstes Drittligator in seinem 21. Drittligaspiel. 1:0 für Aachen. Und das war auch der Pausenstand. Wer nicht hüpft, der ist kein Aachener. Die zweite Hälfte von Köln kam erstmal wenig. Aachen beschäftigte die Kölner in der eigenen Hälfte. Und das machten sie gut. Heinz. Ein bisschen abgerutscht, aber die Aachener blieben präsent und Viktoria Köln kam irgendwie nicht raus aus der eigenen Hälfte. Aachen prägte die zweite Hälfte mit konsequentem Pressing und bissigen Zweikämpfen und Umschaltsituationen, wie hier. Wieder steht Heinz in der Mitte, Heinz und Cabral. Dem kapverdenen Trikot von Viktoria Köln gelang es gerade noch, diesen Ball zu blocken. Nicht das 2:0 für Alemannia Aachen. Kein Handspiel, alles richtig gesehen vom Schiedsrichter. Apropos Schiedsrichter, gelb und fliegendes Gelb-Rot. Hoppala, das sah jetzt wirklich uncool aus. Aber am Ende bringt es ins Ziel für den sportlichen Leiter Küsters von Viktoria Köln. Der musste auf die Tribüne. Dann gab es einen Unfall im Strafraum. Struic, der Torschütze, und Gregor rumsten da zusammen. Gregor konnte nach Behandlung weitermachen. Aber Struic, der arme Kerl, musste raus mit brummendem Schädel. Die Schlussphase. Viktoria Köln. Selten in der Hälfte der Aachener, wirklich sehr selten. Flanke von Elmar Lahr und Cabral, der Mann von der rechten Außenbahn, reingerückt. Ja, und das war tatsächlich noch die beste Chance, die die Kölner hier auf den Platz brachten, weil Alemannia Aachen so gut dagegen ankämpfte. Hinten raus dann sogar noch eine Chance, es auf 2:0 zu stellen. Der eingewechselte Kevin Godin, aber es blieb beim 1:0. Da hatten sie ihren Dreier. Aachen holt sich den Sieg, den ersten Heimsieg der Saison, den ersten Heimsieg in der dritten Liga seit Mai 2013. Wir haben ein sehr gutes Pressing gehabt, wir waren sehr gut im Gegenpressing, wir waren scharf. Und ich glaube auch, dass wir in der ersten Halbzeit viele gute Ansätze hatten, Chancen zu kreieren. In der zweiten Halbzeit mehr auf Konter gespielt, aber weil wir auch schon 1:0 geführt haben, das war ein anderes Gefühl dann. Und das haben wir sehr gut gemacht über weite Strecken. Fakt ist natürlich, und das ist auch klar, dass wir insgesamt zu wenig Durchschlagskraft nach vorne hatten. Aber wir hatten, glaube ich, in der ersten Halbzeit zwei gute Aktionen und sonst relativ wenig. Dann muss man dann auch mit dem Spielergebnis dann einfach leben, dass der Gegner dann aus so einem Ding dann ein Tor macht. Und
ja, sich dann natürlich leidenschaftlicher reinwirft und dann sich in den Zweikampf reinwirft, das war dann klar. Und dann war es dann für meine junge Mannschaft, glaube ich, ein bisschen schwer, dann einfach diese Klarheit in unserem Spiel zu haben. Was für eine Geschichte. Ausgerechnet der Einzige, der beim letzten Drittliga-Heimsieg für Aachen damals auf dem Platz stand, schoss hier das Siegtor. Zaza Strujic aus der eigenen Jugend 2013 mit 22 Jahren am Anfang seiner Karriere und nun über 300 Regionalligaspiele später und 11,5 Jahre später schießt er mit 33 Alemannia Aachen zum Sieg. Live beim Magenta Sport.